Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ich habe, wie versprochen, die Form von der Shredder fast fertig gebaut. Da fehlen noch zwei Blöcke, die muss ich noch setzen. Was ich allerdings zuerst mache, ich habe direkt vor einem Asteroiden geparkt. Ich hole nochmal eine Ladung Gestein. Weil, kann man brauchen. So. Ja, ihr seht, da hat sich am Heck etwas verändert. Das ist aber alles... So. Mach mal da auf. Und da haben wir noch an der... bevor wir jetzt anfangen. Morgen. Dienstag, der 9. November. Um 19 Uhr treffen wir uns auf meinem YouTube-Kanal zu einem Livestream. Der Folge 100. Also zum Zeitpunkt jetzt habe ich das noch nicht, aber ihr werdet in der Videobeschreibung einen Link zu einem Event finden. Das könnt ihr euch als Erinnerung einspeichern und pünktlich da sein. Und dann fliegen wir mit dem kleinen Sprungschiff zurück nach Hause und gucken, dass wir die Base wieder aufgebaut kriegen. Das machen wir. Ich habe so 3 Stunden eingeplant, vielleicht 3,5. Und gucken wir mal, was wir in der Zeit erreichen können. Ich hoffe, dass ihr zahlreich erscheint. Ich würde mich sehr freuen. So, aber back to business. Steine. Und sobald wir Steine haben, gehen wir an die Jumper, die noch immer Orbital Jumper heißt, aber bald nicht mehr. Dann bekommt ihr die letzten 2 geplanten Blöcke. Dann bekommt die mindestens 1 weiteres Gyroskop, vielleicht 2, weil sie ist sehr unwendig geworden. Und dann zeige ich euch, was ich am Zugang noch geändert habe. Ich habe da noch ein bisschen was umgebaut. Und der ganze Zugang ist jetzt vollautomatisch. Das ist ziemlich cool geworden und ich bin sehr stolz drauf. Und er funktioniert. Das ist das Wichtigste. Es funktioniert. Und dann kriegt sie noch Gyroskope und noch einen zweiten Reaktor, weil sie soll ja ein Schild kriegen. Allerdings kann ich das Schild noch nicht bauen, weil für das Schild brauche ich mindestens 1 Tonne Platin und ca. 2,5 Tonnen Gold. Und das reicht nicht. Das heißt, das kann ich erst machen, wenn die Homebase wieder steht. Was auch heißt, die Resisco wird im All bleiben, solange ich nach Hause fliege. Die bekommt einen GPS-Marker und die holen wir dann wieder. Und den Lärm, den ihr da hört, das liegt daran, dass ich vorhin von einer Corrupt-Tunnel-Drohne angegriffen wurde. Was heißt angegriffen? Sie ist auf mich zugeflogen. Und kam dann als Schrapnell auf der Hülle an. Und das hat einen Höllenlärm gemacht. Und ich bin schon Gott froh, dass es nicht während der Aufnahme war. Weil den Lärm, den könnte ich nicht übertönen. Ich bin auch nochmal ein Stück weiter geflogen, weil da ein Royal Prospectus, Rust Freighter. Der wäre ja... Nein, ich kaper ihn nicht. Nicht noch mehr Schiffe kapern. Erst das fertig machen, was ich habe. Na komm. Der die Bohrer nicht füllen will heute. Komm, mach sie voll. Mach sie voll. So. Dann fliegen wir. Ich wende. Ich fliege vorwärts in die Resisco rein, weil ich habe ja im Hangar jetzt wieder Platz. Das heißt, ich kann die kleine Hummel auch weiter hinten parken. Und muss nicht direkt am Tor parken. Wäre so der Plan. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht ein paar Meter weit wegfliegen, weil es überall Klong-Geräusche macht. Tong. Ja, da hängen überall Trümmer rum. Ich habe ein bisschen was aufgeräumt, aber natürlich nicht alles, weil die ganzen kleinen Trümmer... ihr seht auch, leichte Beschädigungen haben wir. Das sind aber alles nur... Alles. Sind alles nur Hüllenbeschädigungen. Halt vom Aufprall. Das ist der Nachteil an einem so stark bewaffneten Schiff. Alles, was auf dich zufliegt, kommt als Schrot an. So. Fliegen wir hier rein und dann gehen wir an den zweiten Verbinder. So, in der Mitte. Da habe ich nämlich dann genug Platz. Na? Yay. Parken, Trägheitsdämpfer aus. Fertig. Nice.
Was ich dann mal machen kann, ist die ganzen O2H2-Generatoren ausschalten, weil die ganze Zeit meine Sauerstofftanks voll sind. Die sind nämlich sowas von randvoll. O2H2-Generatoren aus. Die brauche ich echt nicht. So. Hier wieder Luft rein. Sehr schön. Dann kann ich gleich mal was essen und was trinken. Und mich heilen. ich sollte vielleicht dann auch ein bisschen... Hey, du hast Tomaten gemacht. Was fehlt denn dir? Wasser. Dir fehlt Wasser. Dann werfen wir doch hier nochmal Wasser rein, dass du weiter Tomaten produzieren kannst. Ja. Gut. Hydroponics, die würden arbeiten, wenn sie Nutrient Solution hätten. Und die nimmt er nicht raus. Warum auch immer. Ich verstehe das nicht ganz, wieso er die nicht rausnimmt. Produziere auch einfach weiter. Burger. Drück dir einen Burger ins Gesicht, Junge. Danke. So. Das heißt, den Rest werfe ich hier rein. Und dann können wir... Ja, genau. Ich wollte noch etwas Schotter abgreifen. Dass ich definitiv genug Schotter habe. Na. 198 Tonnen Schotter. Nein. Gib mal da 2 Tonnen. Die 2 Tonnen werfe ich nämlich einfach hier rein. Meine Displays hätte ich gern wieder. Und dann lassen wir die da drin. Da habe ich nämlich für die Futterproduktion ausreichend Schotter. Oh, und ich werde jetzt hier ein Stück wegspringen, weil dieses Geklonge geht mir auf die Nüsse. ja. Und der Trägheitstensor am Kolben ist wieder aus, weil ich, ein Problem hatte mit dem Zug. Oh Gott, ich muss das wieder anmachen. Das ist ja schlimm. Boah, das sieht so übel aus. Echt. Lass uns mal kurz springen. Ist ja alles verbunden im Moment. Einfach mal ein Stück weit fliegen. Nicht an derselben Stelle bleiben. Prima. So, jetzt muss ich raus zu dem Kolben, weil das geht so nicht. Ich habe da eher Angst, dass der Kolben abbricht. So, Trägheitstensor teilen an. Weil jetzt kommen wir nämlich zum Problem. Also, ihr seht, hier ist zum einen eine Treppe drin. Dann habe ich hier... Timerblock Verbinder links einfahren. Wenn ich das drücke, ist Timerblock gesteuert, werden einmal der Verbinder wird ausgeschaltet, der Kolben wird eingefahren und eine Minute später wird dieser Sensor eingeschaltet. Der Sensor sieht große Schiffe. Wenn ich mit dem Schiff wegfliege und wieder hierher fliege, erkennt der Sensor, dass das Schiff da ist und schaltet dann den Verbinder an und fährt den Kolben aus. Ganz einfach. Und das hier ist jetzt auch sensorgesteuert. Ging aber nicht so einfach, habe ich trotzdem einen Timerblock dafür benötigt, weil ich ja beim Scharnier nur umkehren kann. Wäre es ein Kolben, wäre es einfacher, dann kann ich sagen, ein- und ausfahren. Beim Scharnier nicht. Das heißt, ich habe einen Timerblock, der eigentlich nur das Scharnier umkehrt und wenn ich aus dem Sensor rausgehe, kehrt er das Scharnier um. Aber ich kann jetzt hier reinlaufen. Dann klappt das hoch. Plonk. Wenn ich jetzt hier reingehe, klappt das nicht wieder ein. Jetzt Moment, das machen wir auch mal. Ist es jetzt besser? Ja. Ich habe zu nah dran geparkt. Das war mein Fehler. Genau, weil die Sensorreichweite reicht bis hierher.
Das heißt, ich kann nämlich einfach aus dem Schiff rauslaufen und wenn ich hier weglaufe, klappt alles wieder weg. Alles schön vollautomatisiert. Gut, ne? So, dann habe ich hier vorne zwei weitere Ionentriebwerke platziert und umhüllt. Ich habe hinten zwei weitere Ionentriebwerke platziert und fast komplett umhüllt. Da fehlt jetzt noch was, das machen wir aber gleich. Ich brauche dafür Stahlplatten und hätte das Ganze gerne wieder in Weiß. Keine Sorge, Farbe machen wir nachher. So, das ist so. Habe ich das drüber rausstehen? Nein. Nee, da habe ich nur... Habe ich nur so. So, jetzt ist das identisch. Das Einzige, was mich dann jetzt stört, ist der Übergang hier auf das große Triebwerk. Das machen wir aber auch. Da kommen nämlich einfach zwei Panzerplatten hin. So. Dann ist das auch wunderschön am Triebwerk. Also wunderschön, ne? Aber es ist am Triebwerk angebunden. Es sieht nicht mehr so schwebend aus. Nein. Wo ist es? Da ist es. 1, 2. So. Was wir dann jetzt gucken, wo ich Platz habe. Genau, hier drunter. Der Block kommt nochmal weg. Ich habe hier Platz für Gyroskope. Das heißt nämlich, wir machen hier schlichtweg zwei weitere Gyroskope rein. Sicher ist sicher. Lasst euch nicht vom Wubbeln verwirren, dass es nur, solange ich in der Nähe bin, mich weg bin, ist es weg. Ich weiß noch nicht ganz, woher das kommt, aber ist so. Nee. Mit drei Gyroskopen sollte das Teil dann entsprechend agil sein. Genauso können wir dann gleich noch den zweiten Reaktor platzieren. Okay, das kann sein, ich muss jetzt gleich eine Menge Zeug produzieren, weil es nicht reicht. Ja, komm, produziere alles. Dann habe ich auch gleich wieder ein paar Stahlplatten. Genau, weil da fehlen nämlich nur die Metallgitter. Im anderen. Ja, ich hätte eh nicht genug gehabt. Merke ich gerade. Prima. Jupp, Stahlplatten reichen nicht. Also gut, alles prima. Ein Gyroskop. Und fürs zweite fehlen nur Stahlplatten und Metallgitter. Alle sind um. Prima. Das heißt, ich kann wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge Stahlplatten produzieren, weil ich keine mehr habe. Na doch. Okay, nicht mehr viele. 58 hatte ich noch. Wow. Das ist ja fast unglaublich. Pass mal auf, wenn ich das hier reinwirf. Nimmst du das raus? Ja, gut. mach nochmal 2000 Stahlplatten, bitte. Genau. Das sollte dann mal reichen, wenn er alles voll innimmt. Danke. So, dann können wir nämlich hier zumachen. So, dann sind die wieder ein bisschen geschützt. Das würde ich gerade mal interessieren. Kann ich... Nee, da kann ich nichts hinsetzen. Schade. Hier, genau. Hier sollte ich eigentlich einen Block hinsetzen, den es so nicht gibt. Sind wir ehrlich, den gibt es so nicht. Ich kann so machen... Oder ich könnte es so machen. Und ich glaube, ich werde das so machen. Auf den äußeren Gatling hin. Nämlich. So, das passt. Stimmt, ich habe die ausgeschaltet. Dann hätte ich gerne noch... hier über den Tanks. Rechts und links. Etwas... Obwohl, da will ich eigentlich nicht so viel. Was ich aber machen könnte, wäre das. Ich will nicht alles zumachen.
es hat nachher ein Schild. Und das Schild schützt das meiste. Ich will einfach nur ein bisschen einen Notfallschutz. Für den Fall, dass das Schild doch mal ausfällt. Weil ich es mal wieder übertreibe oder so. Weil ich und übertreiben, ne? Würde ich ja nie tun. Never. So. Dazu. Das ist okay. Den davor lassen wir. Das lassen wir auch. Lassen wir noch drunter gucken. Genau, was ich mir nämlich noch gedacht habe, was ich machen könnte, wäre den hier durch eine Schräge ersetzen. Würde besser passen. Ja, machen wir nämlich drüben auch so. Den da. Jetzt lassen wir kurz von unten gucken. Die Leitung ist nicht verdeckt auf beiden Seiten. Will ich die verdecken? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich echt nicht. Okay. Hier hinten, unten. Genau, das ist noch so ein bisschen ein Dorn in meinem Auge. Kann ich da noch ein bisschen was machen? Oder lasse ich das hinten unten einfach? Nee, ich mach da noch ein bisschen was rein. Diese. Und auf der anderen Seite vom Triebwerk diese. Ich denke, das ist einfach, dass es Triebwerk ein bisschen eingepackt ist. Ich habe keine Stahlplatten mehr. Wow. Ich habe übrigens auch alle Gatlings so eingestellt, dass sie nicht mehr auf Raketen zielen. Da muss ich für die hier noch Munition machen. Das machen wir nachher auch gleich noch. Will ich es nicht vergessen. Sollte ich aber nicht. Wo war ich jetzt? Da war ich. Oder ist es zu sehr zu? Ist irgendwie nicht so, ne? Zumindest der da nicht. Aber vielleicht machen wir auch einfach so. Und machen so. Genau, dann ist nämlich ein bisschen was da. Ja, das ist cooler so. Das ist definitiv cooler. River Crimson. Nein. Nein, nein. 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 Ich könnte jetzt aber ganz gemein sein. Und direkt an ihm vorbeifliegen. Das können wir machen. Im Frameshift Drive passiert mir ja nichts. So. In diese Richtung. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2. Wir gucken, wie nah wir an ihn rankommen. Njong. Oh, ha, der war groß. Der war richtig groß. Okay, vielleicht fliegen wir auch ein gewisses Stück. So, ja. Und wieder aus. Dieser Frameshift Drive ist schon, was das angeht, Gold wert. Das muss man halt einfach mal sagen. Der ist schon, der rettet mir schon leicht den Arsch. Zumindest im Moment noch. Ich glaube mir, wenn wir Schilde haben, ordentliche, werde ich nicht mehr flüchten. Zumindest nicht immer. Außer ist es irgendwas, was ich definitiv nicht bekämpfen kann. Obwohl es, glaube ich, Moment, also sobald ich Schilde habe, gibt es vermutlich nicht mehr allzu viel, was ich nicht bekämpfen kann.
Was mir jetzt gerade kommt, was ich machen können. Nee, das ist zu viel. Okay. Wir haben eine Hülle. Gut, ne? Hülle ist gut. So, was wir jetzt machen? Wir nehmen jetzt eine Farbe, nämlich dieses Blau und nehmen die Sci-Fi Armor. Das dürfte die hier sein. Genau. Und dann färben wir einfach das ganze Schiff ein. Jetzt ist es mal komplett blau. Ich möchte nämlich zu dem Blau eine weitere Farbe hinzufügen. Dazu muss ich aber ein bisschen umbauen. Tools. Genau. Und dann hätte ich gern noch Ammo. Danke. So. Wir haben doch da so ein wunderschönes Resisco-Orange. Das kommt nämlich zum Blau dazu. Oh nein. Falscher Skin. Weil ich würde gern trotzdem im Sci-Fi-Skin bleiben. Und mit dem Orange im Grunde nur Akzente setzen. Und der Rest bleibt blau. Wird ein blaues Schiff. Also Akzente, ne? Gucken, dass nicht alles blau ist. So, die Linie in der Mitte nach hinten. Machen wir... Machen wir orange. Genauso wie die zugehörigen Gatlings. Die zwei. Okay, braucht man eine Menge Farbe für. Und hier hinten machen wir das Orange, genauso wie das. Und wahrscheinlich auch noch hier, die hier. Ich will halt so ein bisschen ausgewogen. Ja, ich brauche an der Seite definitiv... Ich könnte die ganzen Panzerungsblöcke, die hier an der Seite rumlaufen, genauso machen. Ja. Da fehlt aber hier oben trotzdem was, ne? Irgendwie. Irgendwie fehlt hier was. Oder ich gehe noch bis um die Gatling rum. Ja, das ist besser. Das ist besser. So. So. Dann gehen wir hier drüben auch noch an die Seite. Das sind die zwei. Und lässt du mich da bitte durch. Und der. Und die zwei. Jetzt kommen wir zur Unterseite. Da machen wir auch die hier. Hier und drüben. Genau. Das ist cool. Und ich mache vorne unten genauso wie vorne oben. Und dann machen wir hier unten nur die Förderleitung in der Mitte. Orange. Ja, das kommt cool. Genauso wie die Sauerstofftanks. Und das mittlere Triebwerk hinten. Und dann haben wir unten sonst nur noch
die zwei. Und die zwei. Habe ich da einen nicht richtig lackiert? Ja, Tatsache. Ist das okay? Oder ist es zu viel blau? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht sollte ich noch nach rechts und links. Oben hinten ist so ein bisschen... Vorne ist es okay. Hinten nicht. Außer ich mache die Reihe hier runter. Auf beiden Seiten. Ja doch, das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich echt cool. Und vielleicht sollte ich die hier genauso machen, weil sonst sieht es ungleichmäßig aus. Ja. Ja, das ist cool. Das gefällt mich. Unterseite. Unterseite ist schwierig. Obwohl ich am Überlegen bin. Da ist der. Könnte ich hier unten... Ja, da könnte ich im Endeffekt eine Art orangenen Ring drumherum machen. Hier. Und den da. Unfinished Blocks. Warum unfinished? Ja, leck. Obwohl, nee, das... Also ich schweiß es ja, aber das lasse ich blau. Aus Gründen. So, fertig. Nice. Ja, ich denke, mit dem Ding kann man ordentlich Krieg führen. Sobald es ein Schild hat. Aber ja. Ja, doch. Das gefällt mir. Etwas monströs geworden. Tatsächlich. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Das sieht gut aus. Okay, cool. Haben wir das geschafft. Wir haben ein lackiertes Schiff. Ein lackiertes Kriegsschiff. Das heißt, wir können uns jetzt um den Innenraum kümmern. Aber da gehen wir ordentlich rein. Ne? Wenn wir es jetzt schon können... Gehen wir da auch ordentlich rein. Ja, innen ist jetzt alles blau. Was okay ist. Die Leitung hier machen wir orange. Genauso wie... Nein, nicht den Sitz. Den Streifen hier in der Mitte. Der ist auch unfinished. Tatsache, da fehlt sogar richtig viel. Ja, leck. Ich flieg kurz. Aus Gründen. Und dann müssen wir nämlich noch gucken nach einem Reaktor. Nach einem Reaktor. Und wenn wir den Reaktor haben... Müssen wir, nimm doch gleich die richtige. Kann ich den Block da drunter... Könnte ich, aber das ist mir jetzt zu... So, da habe ich zugemacht. Hier kann ich problemlos einen weiteren Reaktor platzieren. Da. Nukularreaktor. Nimmt da so über Subgrids nicht raus. Schade. Ich hoffe, ich komme damit ein, zweimal hin. So. Weil das Schild soll ja auch entsprechend stark sein. Deswegen zwei Reaktoren zu den
x Batterien, die da drin sind. Und dann müssen wir morgen, also sobald wir die Base wieder fit haben, müssen wir gucken, dass wir an eine Menge Gold und Platin rankommen. Dass wir auch ein Schild bauen können. Nukular. Cool. Gibst du dem bitte ein bisschen mehr als ein paar Kilo? Ah, danke. 100. Block umschalten, aus. So. Das ist schon mal gut. Den muss ich wieder zurücklackieren. Ich hab da... Danke. Energy low. Ja, setz dich. Sie sieht toll aus. Ich mag sie. Sie ist übrigens schon voll bewaffnet. Also, ich habe Munition produziert. Alle Waffen sind bespickt mit mehreren, vielen Kisten Munition. Was ich noch anpassen muss, sind zum einen die... Ionentriebwerke. Da ist eins nicht... Ionentriebwerke, da. Uff, da sind einige Triebwerke nicht in der Gruppe. Die muss ich gleich mal... Das sind alle, die neu dazu kamen. Speichern. So, dann kann ich nämlich theoretisch auch einfach alle Triebwerke ausschalten. Genau. Ui. Sie ist vollgetankt, hat jetzt 7 Millionen Kilo, die Risisco mit Schiffe. Reaktor passt. Habe ich den jetzt ausgeschaltet? Habe ich ausgeschaltet. Gut. Dann müssen wir noch was ganz Wichtiges tun. Das ist nämlich jetzt nicht mehr die Orbital Jumper, sondern die Orbital Interceptor. Fertig. Kommt übrigens, ich kann ja, also für den Fall, für die, die das nicht wissen oder nicht bemerkt haben, ich erzeuge einen neuen Speicherstand nach jeder Folge. Das heißt, ich kann in den Folgen auch theoretisch zurückspringen. Das war ja der Punkt, als mich die Orks angegriffen haben, habe ich mit dem Gedanken gespielt, in den letzten Speicherstand zurück und eine bessere Entscheidung zu treffen. Habe ich aber nicht gemacht, weil... Allerdings kann ich somit auch in den Speicherständen zurück und dafür sorgen, dass ich auch Blueprints von Schiffen und Fahrzeugen machen kann, die zerstört worden sind. Somit auch von der Original-Jumper und auch von dem hier, die kommen dann alle in den Workshop, wenn ich irgendwann mal dazu komme. So, und was wir jetzt noch machen, wir gucken, dass das Teil hier vielleicht mal luftdicht wird. Alex-Scan. Mach. Das nicht dicht. Das nicht dicht. Das heißt, die zwei Leitungen, die unten offen sind, von denen ich vorhin noch gesagt habe, ach was, die lasse ich so. Jo. Die sind undicht. Oh, nee, das ist noch viel weiter undicht. Da sind auch die Sauerstofftanks und die sind auch nicht luftdicht. Dann geht das so gar nicht, weil neben die Sauerstofftanks kann ich nichts setzen, das sind Gatlings. Das heißt, ich muss hier zumachen. So einfach ist das. Ja, ich mache einfach hier zu, weil die Wasserstofftanks sind luftdicht. Das kann ich tun. Das mache ich. Das mache ich. Gib mir einen Block. Now. Und luftdicht. Nice. Wir haben ein luftdichtes Schiff. Gut, ne? Wir haben im Moment kein beschädigtes Schiff mehr. Wir haben alle repariert. Das ist voll gut. Oh. Aber... Mein Airlock hier ist nicht luftdicht. Das ist jetzt weniger gut. Das hätte ich aber gern luftdicht. Kannst du mal bitte... Moment, machen die jetzt auf?
und schalten sie dann aus. Zebra Monkeys. Bewegt sich nicht. Sehr gut. Wo genau? Geradeaus. Das ist nämlich jetzt ein Problem. Weil ich kann da nichts setzen. Glaube ich. Ja, hier kann ich nichts mehr setzen. Ein Airlock, das gar nicht airlockig ist. Das ist nicht cool. Ein Airlock, das kein Airlock ist. Wie mache ich das? Dass ich das Airlock luftdicht kriege. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Vor allem heißt es für mich, ich habe immer gedacht, dass Triebwerke luftdicht sind. Das ist wohl nicht der Fall. Ich war echt der festen Überzeugung, dass Atmosphärentriebwerke luftdicht sind. Das waren sie nämlich mal. Weil dann dürfte theoretisch mein Mutterschiff, das ich auf dem Server gebaut hatte, nicht luftdicht sein. Weil das ist mit Atmotriebwerken abgedichtet. Ich meine ja nur. Blöd. Und mir fällt tatsächlich im Moment keine Lösung ein. Jetzt pass mal auf, wenn ich das jetzt hier wegmache. Das auch wegmache. Ja, das bringt halt genau nichts. Ne, wenn ich jetzt hier... Zoomen wir mal an. Kann nicht platziert werden. Jetzt kann ich es ja platzieren. Jetzt ist das Problem, ich kann hier keine Leitung mehr legen, weil auf dem Block hier jetzt sich die Platte befindet. Das funktioniert so nicht. Mein Airlock ist nicht luftdicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht gut ist, aber das ist nicht gut. Gib mal Rohr. Das ist das Falsche. Genau das. Außer ich mache einen Airlock innen rein. Könnte man machen. Nämlich die Tür hier entfernen. Die Tür lasse ich, weil es halt nach außen ist und somit ein bisschen besser aussieht. Aber hier drin müsste ich ein Airlock bauen. Zumindest, dass ich nicht ganz so viel verliere. Aber da hätte ich gern die Tür. Einfach, weil ich sie hübscher finde. Okay. Das müsste dann doch luftdicht sein. Ja. Nein. Aus. So, nimm das mal alles. Wir gehen jetzt hier rein. Jetzt ist es luftdicht. Es ist immer noch luftdicht. Ja, und dieses Airlock ist nämlich jetzt so klein, dass ich nicht viel Luft verliere. Das ist gut. Ja, das ist gut, das nehme ich. Muss ich das nur noch... Möchte ich das nur noch ein bisschen... einpacken, dass der Türrahmen ein bisschen besser aussieht. Oh, nicht genug Stahlplatten. Ja, man sollte nicht beide Türen gleichzeitig offen haben. So, jetzt ist es besser.
Prima. Okay. Schiff ist luftdicht. Ja? Ja, Schiff ist luftdicht. Ein bisschen dunkel, aber du hast, glaube ich... Was? Nicht den Fusionsblock. Ich will die Lampe. Innenbeleuchtung. Radius 20 Meter. Ja, doch, tatsächlich. Ja, aber das reicht. Das sollte als Beleuchtung reichen. Das Schiff ist fertig. Ich kann das alles benutzen. Das ist das Beste. Ich kann hier einfach alles benutzen. Ah, so cool. So, und theoretisch... kann ich hier drüben ja genauso runter und zu meinem anderen Schiff. Ja, da kann ich sogar von hier aus einsteigen. Fast. Aber ja, das ist okay. Coole Scheiße. Prima. Okay. Das heißt, jetzt lassen wir uns mal kurz in unseren Cargo gucken. Immer noch 100 Tonnen Schotter. Du bist noch eine Weile beschäftigt. Aber wir müssen uns mal zumindest keine Sorgen um die Menge Magnesium machen, die wir haben. Und wie ich gerade sehe... Moment. Doch nochmal so suchen. Silber? 5,69 Tonnen? Okay. Ja, man kriegt so relativ viel Zeug daraus. Das ist schon richtig. Das ist wahr. Aber das ist okay. 4 Tonnen Uran, das ist auch eigentlich richtig gut. So, das werfe ich jetzt alles mal wieder hier rein. Kannst du das nämlich aufräumen? Top. 19 Tonnen Kobalt, 35 Tonnen Nickel und 54 Tonnen Silizium. Wenn ich das Zeug anders verwenden könnte, wa? Ich nehme mal das auch raus. Das brauche ich hier halt echt nicht. Den Fertilizer können wir auch hier reinwerfen. Wir haben mittlerweile 20 Tomaten. Cool. Wir brauchen nur noch Kartoffeln. Weil dann könnten wir endlich wieder Ketchup produzieren. Apropos, kein unbekanntes Signal? Habe ich es einfach nur verpasst oder war heute tatsächlich nix? 2 Tonnen Schotter. Oh. Okay. Achso, stimmt, ich habe ja da... Ja, lasst mich. Ich bin vergesslich, okay? So, das heißt, wir suchen uns jetzt noch einen Risisco-Parkplatz. Bereiten für morgen vor. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die einfach mitten im Raum stehen zu lassen. Aber ich denke, darauf wird es rauslaufen, dass die einfach mitten im Raum steht. Ein bisschen wenden. So, da wäre zu Hause. 3025 Kilometer. Ich könnte aber ein Stück in die Richtung reisen, dass ich das auch so anspringen kann. Weil momentan muss ich ja durch den Planeten durchspringen. Richtig? Ja, ich glaube. Obwohl, ich habe ja noch den anderen Anspringpunkt. Den von der... na, wie heißt sie? Von der Risisco. Den Risenschiff. Den habe ich auch noch zur Verfügung. Okay. Was müssen wir mitnehmen? Wenn wir da runtergehen. Wenn ich ehrlich bin, nix. Also im Ernst, wir müssen eigentlich echt nichts mitnehmen, weil wir haben da unten alles. Wir müssen unten den Rover wieder fahrbereit kriegen. Der hatte ja einen leichten Schaden. Und dann, der ist ja voll funktionsfähig. Der hat eine Raffinerie, der hat eine Montageanlage. Damit kann ich zumindest anfangen, alles wieder aufzubauen. Und ich habe eine Medbay. Habe ich auch. Ja. Ja. Das passt alles. Das passt alles. Ich muss was zu essen mitnehmen. Weil das habe ich unten im Moment nichts. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das habe ich ja genug. Essen und Trinken. Und sonst, ich muss mir da unten im Grunde alles neu bauen.
Weil den Miner kann ich nicht mitnehmen, der wird da nicht fliegen können. Das ist 1G, das schafft er nicht. Weil das war so ein Gedanke, ob ich den Miner mitnehme, aber nee, der packt das nicht. Und vor allem habe ich einen atmosphärischen Miner, zumindest als Blueprint bisher. Den würde ich gern da bauen, weil der ist sehr, sehr effektiv und sieht sehr gut aus. Ist groß, aber ja. Okay, dann war's das für heute. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich bin vor der Zeit fertig. Irgendwas stimmt heute nicht. Tür, gehst du zu? Danke. Und das heißt, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen. Zum letzten Mal mit einer zweistelligen Folgenzahl. Und sag bis morgen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend im Stream. Ich hoffe, viele von euch. Immer dran denken, es kommt dann kein Video morgen. Und bis dahin denke ich mit Sprachenlernen, Bubble. Bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zusehen und sage bis morgen Abend. Macht's gut, haut rein und tschüss.